Nun möchte ich noch ein paar Dinge sagen, wie man Verlustleistungen ermitteln kann bei DC-DC-Wandlern und wie man so eine grobe Dimensionierung, grobe Auslegung machen kann, wenn man so einen DC-DC-Wandler aufbauen möchte. Das heißt, wenn man die Komponenten bestimmen möchte. Zunächst zur Verlustleistungsermittlung. Wir beschränken uns jetzt hier erstmal auf die Leitverluste. Was ist der Ausgangspunkt? Der Ausgangspunkt ist, dass wir die Stromverläufe kennen. Das heißt, male ich nochmal so einen DC-DC-Wandler hier ab. Wir nehmen als Beispiel den Tiefsetzsteller. Im kontinuierlichen Betriebsmodus, dann habe ich in diesem Eingangskreis den Schalter, die Diode nach Masse, die Induktivität zum Ausgang hin, dort den Ausgangskondensator und den Lastwiderstand angeschlossen. Und wenn wir jetzt die Komponenten bestimmen wollen, hier zum Beispiel die Induktivität und den Ausgangskondensator, hatten wir schon abgeleitet, wie wir sozusagen die Kapazitätswerte und die Induktivitätswerte bestimmen und auch welche Anforderungen an den Ersatzserienwiderstand gestellt werden. Jetzt wollen wir uns noch angucken, okay, wie dimensionieren wir die Schalter und die Diode und welche anderen Aspekte gibt es noch, weil der Induktivitätswert und der Kapazitätswert sind hier nicht die einzig wichtigen Größen. Zum Beispiel ist es auch so, dass wir hier vielleicht diesen Eingangskondensator haben und auch den müssen wir dimensionieren. Und dann ist die Frage, wie gehen wir dort vor? Der Ansatz für die Dimensionierung ist, dass man eine Vorstellung hat von den Stromverläufen durch die Bauelemente, weil wir die Verlustleistung bestimmen wollen. Das heißt, will ich tatsächlich die Verluste bestimmen in der Induktivität, muss ich wissen, wie der zeitliche Verlauf des Stromes IL von T ist. Das heißt, tatsächlich hat man gesagt, das ist so ein dreieckförmiger Stromverlauf. Um einen Mittelwert herum, der gleich dem Ausgangsstrom ist, kriegen wir diese Schwankung, diese dreieckförmige. Während einer Periode. Das heißt, der Strom schwankt hier um einen Wert Delta IL. Um diesen Mittelwert und um die Induktivität jetzt auszulegen, müsste man hier kennen den Spitzenwert, den Mittelwert, den Effektivwert des Stromes und gegebenenfalls müsste man sogar eine Fourier-Reihenanalyse durchführen, um höher frequente Verluste zu bestimmen und aus dem tatsächlichen Zeitverlauf vielleicht sogar die Kernverluste. Tatsächlich wollen wir erstmal sagen, okay, vereinfacht, uns interessiert bloß der Effektivwert. Um jetzt die Diode dimensionieren zu können, muss ich den Diodenstromverlauf kennen. Wie sieht der aus? Hatten wir uns auch bereits abgeleitet, das ist so ein trapezförmiger Verlauf während der Ausschaltphase des Transistors führt die Diode den Strom durch die Induktivität, das heißt abschnittsweise der ähnliche Stromverlauf, den wir dort oben haben. Wir haben dann so einen Stromverlauf mit einer fallenden Dachschräge, so einen trapezförmigen Stromverlauf, der sich hier ändert, auch um einen Wert Delta IL. Und der mittlere Wert hier wird natürlich weiterhin IL Mittel sein. Achtung, das ist jetzt der mittlere Wert zwischen diesen beiden Maximalwerten, die wir dort haben. Tatsächlich der Mittelwert des Diodenstroms wird da deutlich kleiner sein. Und die Zeitdauer dieses Intervalls ist gerade die Ausschaltzeit, wenn wir im kontinuierlichen Betriebsmodus sind. Das heißt, diese Zeitdauer wäre 1 minus D mal T. Das heißt, tatsächlich wollten wir jetzt die Verluste bestimmen, könnte ich diesen Verlauf nehmen. Damit dann die Formeln benutzen, die wir ganz am Anfang der Vorlesung abgeleitet haben, und könnt damit Mittel- und Effektivwert für den Diodenstrom bestimmen und damit die Diode dimensionieren. Und das gleiche natürlich für den Schalter. Das heißt, hier, wenn wir den Schalter anschauen, dann können wir dort auch sagen, okay, der Schalterstrom ist auch ein trapezförmiger Stromverlauf. Jetzt halt nur während der Einschaltzeit des Schalters führt er den Strom durch die Induktivität. Danach ist er 0. Das heißt, wenn wir da hier die Größen markieren, haben wir hier D mal T, die Dauer der Einschaltzeit, D mal T, wo er den Strom führt. Wieder hier diesen dreieckförmigen Stromverlauf, diesen trapezförmigen Stromverlauf. Die Änderung ist hier Delta IL und zwischen diesen beiden Extrema liegt dann hier wieder der Wert IL Mittel dazwischen. Damit könnten wir dann auch diese Werte bestimmen. Für den Ausgangskondensator müssten wir den Strom hier rauskriegen. Da haben wir rausgekriegt, okay, das ist tatsächlich die Welligkeit des Stromverlaufes durch die Induktivität. Wir haben also hier diesen dreieckförmigen Verlauf und könnten aus dem den Effektivwert berechnen. Das ist sozusagen der Verlauf IL minus IL Mittel. Und das gleiche können wir jetzt auch noch für den Eingangskondensator machen und so weiter. Und das sind also die Größen, die wir hier brauchen, um jetzt eine Verlustleistungsabschätzung zu machen. Jetzt sehen wir, okay, das sind trapezförmige Verläufe, dreieckförmige Verläufe. Das ist manchmal ein bisschen zu aufwendig. Deswegen gibt es eine vereinfachte Methode, so ähnlich wie wir auch die Spannungsübertragungsfunktion abgeleitet haben mit dieser Mittelwertanalyse, können wir auch, wenn die Welligkeit hier sehr klein ist, die Effektiv- und Mittelwerte einfach berechnen, indem wir annehmen, dass diese Welligkeit gegen 0 geht. Das heißt, das ist Delta IL, was wir hier überall haben, gegen 0 geht und dann reine pulsweitenmodulierten Ströme haben, beziehungsweise konstante Ströme in der Induktivität und damit schnell
die Verluste berechnen. Was ist der Vorteil? Das ist eine Methode, die man schnell anwenden kann, selbst wenn man keinen Rechner zur Hand hat, also keinen Computer zur Hand hat und nur schnell mit dem Taschenrechner zum Beispiel im Labor die Verluste bestimmen will, weil oftmals kennt man die Ausdrücke für Effektivwerte und Mittelwerte von pulsweiten modulierten Verläufen irgendwann auswendig, wenn man sich länger damit beschäftigt. Die Idee, die jetzt dahinter steckt, um die Verlustleistung vereinfacht zu berechnen können, ist diese sogenannte Flat-Top-Approximation, so zumindest nennt die Ericsson in seinem Buch. Das heißt, die Idee ist, haben wir eine kleine Stromwelligkeit in der Induktivität, das heißt hier Delta IL gegen 0, dann können wir die Stromverläufe durch rechteckförmige Segmente annähern und können eine einfachere Abschätzung der Mittel- und Effektivwerte machen und damit auch einfacher die Verluste berechnen. Das heißt, wenn wir jetzt den Schalterstrom betrachten hier, bei dem Tiefsatz, da haben wir gesagt, eigentlich haben wir diesen gestrichelten Verlauf, diesen trapezförmigen realen Stromverlauf mit dieser Änderung um Delta IL während der Einschaltzeit. Wir können jetzt aber sagen, okay, wir nähern den an durch einen Stromverlauf, der hier sozusagen eine flache Spitze hat, deswegen diese Flat-Top-Approximation, der also nur so ein rein pulsweitenmodulierter Strom ist und aber denselben Mittelwert hat wie der ursprüngliche Stromverlauf. Das ist die Idee, die dahinter steckt. Und was ist der Mittelwert, dieser abschnittsweise Mittelwert? Das ist gerade der Wert IL Average. Was ist der Vorteil, wenn ich den Effektivwert hier berechne? Muss ich nur Wurzel d mal IL Average berechnen, statt eine kompliziertere Formel, wo noch dieses Delta IL drin vorkommt, und tatsächlich kann man zeigen, können Sie gerne mal ausrechnen, dass für kleine Welligkeiten hier der Fehler, den man macht, nur ein paar Prozent beträgt. Das heißt, übliche Welligkeiten 20-40% haben wir sehr, sehr geringe Abweichungen von den Effektivwerten, da wir eh bloß die Werte häufig mit dem dicken Daumen abschätzen können und nicht exakt bestimmen können, und oftmals es ausreicht, 10-20% genau zu rechnen, weil den Rest man sowieso als Sicherheit draufschlagen muss, ist dann diese Vorgehensweise deutlich einfacher und die häufig anzuwendende. Und das gleiche natürlich für die Mittelwerte. Das heißt, wenn wir jetzt den Mittelwert des Schalterstromes nehmen, kann ich jetzt d mal IL Average nehmen, einfach sozusagen die Fläche dieses pulsweitenmodulierten Signales nehmen, geteilt durch die Periodendauer. Und das ist dann einfacher, als wenn wir die Trapezformel nehmen, kommt hier zwar das gleiche raus, aber der Berechnungsweg ist dann deutlich einfacher. Und das gleiche kann ich jetzt machen für alle anderen Bauelemente natürlich. Das heißt, ich kann für die Diode, Induktivität und Schalter jeweils diese Flat-Top-Approximation machen und damit dann schneller nur in Abhängigkeit von dem Tastverhältnis und dem Mittelwert in der Induktivität hier die Effektiv- und Mittelwerte bestimmen und damit eine Verlustleistungsanalyse machen. Zum Beispiel bei der Diode wissen wir, die Diode als Modell zur Verlustleistungsanalyse wird ersetzt durch diese Schwellspannung plus den differentiellen Widerstand der Diode. Wenn wir hier von Anode nach Kathode das einzeichnen, und dann wissen wir, okay, die Leitverluste der Diode sind UT0 mal ID Average, Mittelwert des Stromes mal diese konstante Schwellspannung plus dem differentiellen Widerstand multipliziert mal dem Effektivwertquadrat. Und so ähnlich kann ich natürlich für die anderen Bauelemente vorgehen, zum Beispiel bei der Induktivität. In erster Näherung in unserem Modell sagen wir, okay, die Induktivität wird zur Verlustleistungsberechnung nur ersetzt durch ihren Kupferwicklungswiderstand. Eigentlich hier Serienschaltung dieser idealen Induktivität, aber dann sind die Leitverluste in der Induktivität hier ganz grob genähert, natürlich bloß IL Effektivquadrat mal RCU. Achtung, das ist bloß eine grobe Näherung. Das gilt nur wirklich dann, wenn wir eine verschwindend kleine Welligkeit eigentlich haben. Dann könnte man, das ist eine sehr gute Näherung. Ansonsten muss man kompliziertere Effekte betrachten. Und das gleiche natürlich beim Schalter, MOSFET, IGBT. Könnten wir dort auch wieder die Verlustleistungsmodelle machen. Jetzt führen wir es nicht komplett aus. Malen es bloß kurz an. MOSFET, wissen wir, wird ersetzt durch den RDS-ON. Dann brauche ich den Effektivwert des Schalters. IGBT, selbes Modell wie bei der Diode. Ich habe hier auch eine Schwellspannung, die UT0 wieder, und dann den differentiellen Widerstand RCE. Brauche ich also hier genauso Mittelwert und Effektivwert, um die Verluste zu berechnen. Und hier ist jetzt mal aufgelistet für den Tiefsatzsteller, wie wir das berechnen können. Tatsächlich, die Gleichungen für Diode und Schalter gelten für alle elementaren DC-DC-Wandler. Das heißt, Tiefsatzsteller, Hochsatzsteller und Hochtiefsatzsteller, beziehungsweise Abwärtswandler, Aufwärtswandler und Inverswandler. Was sich ändert, ist der Strom durch die Induktivität. Das heißt, hier beim Tiefsatzsteller gilt, IL Average ist gleich IA und IL Effektiv dann bei der Flat Top Approximation ist gleich IA. Beim Hochsatzsteller würde jetzt stehen zum Beispiel, IL Average ist gleich IE. Und dann müsste ich halt hier diese Werte entsprechend anders einsetzen, um für Schalter und Diode die Verluste berechnen zu können. Achtung, diese Näherung, ähnlich wie bei der Dimensionierung des Ausgangskondensators, geht natürlich nur, wenn sozusagen dadurch die Effektivwerte nicht verschwinden. Das heißt,
In der Ausgangskapazität müssen wir die tatsächliche Welligkeit berücksichtigen. Das heißt, gehen wir nochmal hier zurück. Wenn ich den Strom in der Ausgangskapazität betrachte, wissen wir, dieser Ausgangskondensator hier im Verlustmodell entspricht der seinem Ersatzserienwiderstand, RESR. Wenn ich jetzt da diese Flat-Top-Approximation mache und sage, okay, ich habe keine Welligkeit hier, Delta IL geht gegen 0, dann hätte ich sozusagen in der Konsequenz hier einen Stromverlauf, der 0 ist, und dann würde meine Prognose hier sagen, es treten keine Verluste auf. Das ist nicht der Fall. Tatsächlich werden hier Verluste auftreten, die wir berechnen können im Kondensator, Leitverluste ICA Effektivquadrat mal RESR. Und ich muss dann natürlich diesen Effektivwert von diesem dreieckförmigen Strom nehmen mit diesem Spitze-Spitze-Wert Delta IL an der Stelle. Was wir aber rausschließen können, ist tatsächlich, dass diese Verluste oder dieser Effektivwert vergleichsweise klein sein wird, wenn Delta IL gegen 0 geht. Anders wird es sein beim Eingangskondensator, aber das schauen wir uns dann in einer Übungsaufgabe an. So viel dann zunächst mal zu dieser Dimensionierung. Das ist also die Idee, die jetzt dahinter steckt. Jetzt eine Anmerkung, Ergänzung, wenn wir so eine Schaltung auslegen. Tatsächlich sieht es jetzt relativ einfach aus. Es wird aber noch ein bisschen komplizierter bei dieser Verlustleistungsberechnung oder Abschätzung. Und zwar, wenn wir die Bauelemente dimensionieren, müssen wir noch andere Dinge berücksichtigen. Und das ist, möchte ich kurz erläutern. Das heißt, tatsächlich haben wir, wenn wir so einen DC-DC-Wandler auf Systemebene betrachten, haben wir eigentlich den Fall, dass üblicherweise unsere Eingangsspannung in einem gewissen Bereich sich verändern kann und auch, dass unsere Belastung am Ausgang, jetzt nehmen wir an, ich habe hier einen Lastwiderstand dran, sich ändern kann. Das heißt tatsächlich, unser Ausgangsstrom wird verschiedene Werte annehmen. Wir werden also sowohl bei der Eingangsspannung einen Bereich berücksichtigen müssen, UE min bis UE max. Zum Beispiel könnten wir hier sagen, wir haben eine Nennspannung von 24 Volt am Eingang, hätten aber irgendwas zwischen 18 Volt und 30 Volt. Ja, da müssen wir berücksichtigen, tatsächlich unser DC-DC-Wandler regelt eine vielleicht konstante Ausgangsspannung von 5 Volt und wir haben aber unterschiedliche Ein- und Ausgangsspannungskombinationen und damit auch unterschiedliche Tastverhältnisse. Was bedeutet das? Unterschiedliche Tastverhältnisse bedeutet natürlich, dass sich die Mittelwerte dieser Ströme ändern. Und ich muss dann natürlich zur Auslegung der Bauelemente die Worst-Case-Werte annehmen. Sonst habe ich eventuell eine Diode, die einen zu niedrigen Wärmewiderstand hat und im Worst-Case-Arbeitspunkt diese Verluste nicht an die Umgebung abführen kann. Zum Beispiel wird es so sein, bei der minimalen Spannung werden wir die größte Einschaltzeit des Transistors kriegen und damit die kleinste Leitdauer der Diode. Dort werden wir also geringere Verluste in der Diode kriegen, aber größere Verluste zum Beispiel im Schalter. Umgekehrt, bei einer höheren Eingangsspannung werden wir anteilig größere Verluste in der Diode kriegen und geringere Verluste im Schalter. Und will man dann sozusagen den Worst Case für jedes einzelne Bauelement betrachten, muss ich dann sozusagen darauf Rücksicht nehmen. Dann zur Dimensionierung muss ich vorgeben die Schaltfrequenz. Das ist eine Designvariable, das heißt, die legt der Entwickler fest. Wenn wir nichts wissen, wie gesagt, im Bereich 100 kHz oder sowas, dann müssen wir wissen, okay, in welchem Bereich schwankt der Ausgangsstrom. Wobei hauptsächlich interessierend ist, wie groß ist der maximale Ausgangsstrom. Und dann geben wir natürlich die Welligkeiten Delta UA, Delta IL vor. Das heißt zum Beispiel, wenn wir jetzt sagen, hier 5 Volt, nehmen wir an, Ausgangsstrom wäre 1 Ampere zum Beispiel, könnte man sagen, okay, Delta UA wären dann 50 Millivolt, Delta IL wären dann jetzt zum Beispiel 20% hier von 0,2 Ampere und damit könnte ich dann so eine Schaltung dimensionieren. Und dann müssen wir schauen, okay, tatsächlich, wie wähle ich die Bauelemente aus? Und dann gibt es unterschiedliche Kriterien. Das eine ist die Verlustleistung, das andere sind aber weitere Belastungsgrenzen. Das heißt zum Beispiel Schalter wählen wir aus, eigentlich maximale Sperrspannung und Effektivwert des Stromes, wenn wir ein MOSFET haben. Wegen der Verlust. Gegebenenfalls hier müssen wir auch noch berücksichtigen den Mittelwert, wenn wir zum Beispiel ein IGBT haben bei höheren Spannungen. Mittelwert beispielsweise bei IGBT. Dioden werden wir zunächst auswählen, auch wieder nach Maximum der Sperrspannung und jetzt hier zunächst mal ganz grob nach dem Mittelwert des Stromes. Warum? Wenn wir es ausrechnen an dem Beispiel, werden wir sehen, dass der Anteil, der sozusagen durch den Mittelwert verursacht wird, deutlich größer als der durch den Effektivwert verursacht wird. Und dann wäre das so die erste Größe. Dann Induktivitäten haben wir gesehen. Einerseits muss ich diesen Induktivitätswert L bestimmen, genauso wie bei den Kapazitäten den Kapazitätswert. Ich habe aber auch Belastungsgrößen bei der Induktivität. Üblicherweise sind das dort die Ströme. Und zwar muss ich einerseits Rücksicht nehmen auf die Sättigung. Das heißt, ich habe einen Maximalwert des Stromes. Beim Tiefsetzsteller wäre das zum Beispiel der Wert Delta IL halbe
plus IL Mittel, was gleich IA ist. Dieser Wert darf nicht so groß sein wie der im Datenblatt angegebene Sättigungsstrom der Induktivität, weil dann der Induktivitätswert rapide abnimmt zum Beispiel. Dann geht die Induktivität in die Sättigung, ihr Induktivitätswert nimmt ab und wir kriegen vielleicht andere Effekte, die wir nicht wollen. Und für die Auslegung sind dann die Verluste entscheidend. Hier jetzt ganz grob mal bloß gesagt, der Effektivwert des Stromes, um die Verluste zu berechnen, das ist stark vereinfacht. Wenn wir hochfrequente Verluste haben, können wir das nicht mehr annehmen, aber bei den DC-DC-Wandlungen, wo wir Speicherdrosseln haben, kann man das grob so annehmen. Und bei Kondensatoren auch. Wir müssen die auswählen jetzt hier nach der Spannung und nach dem Effektivwert des Stromes. In der Leistungselektronik muss man sehr große Obacht legen auf die thermische Auslegung auch von Kondensatoren. Man darf die zusätzliche Stromwelligkeit nicht überschreiten. Zu großer Effektivwert des Stromes führt insbesondere bei Elektrolytkondensatoren, das heißt Tantal-Aluminium-Elektrolytkondensatoren, zu einer sehr starken Reduzierung der Lebensdauer und damit ist sozusagen die Schaltung unbrauchbar. Jetzt noch eine Anmerkung. Wir haben ja auch den Eingangskondensator beim Tiefsetzsteller und tatsächlich der ist der kritischere der Kondensatoren beim Tiefsetzsteller, weil dieser tatsächlich mit einem größeren pulsierenden Strom belastet wird. Das ist jetzt hier nicht in diesen Gleichungen abgebildet, die wir hier abgeleitet haben oder in diesen Stromverläufen. Das heißt tatsächlich hier, der Stromverlauf in diesem Kondensator ICE, der wird der kritische sein. Wenn wir den betrachten, ist das tatsächlich die Differenz des Eingangsstromes minus dem Schalterstrom. Das heißt, das hatten wir ja schon so abgeleitet mal. Machen wir es mal kurz auf. Wenn wir dort das zeichnen, wissen wir, wir müssen also vom Eingangsstrom den Schalterstrom abstimmen, IE minus IS. Und dann kriegen wir würden ungefähr so einen Stromverlauf kriegen. Und da sehen wir, im Vergleich zum Ausgangskondensator, haben wir hier eine deutlich größere Schwankungsbreite und werden hier einen deutlich größeren Effektivwert letztlich kriegen. Als letzte Anmerkung noch, das, was wir auch schon in der Elektronik besprochen hatten. Es ist eigentlich gute Praxis, auch bei der Auslegung von leistungselektronischen Schaltungen, dass man sogenannte D-Rating-Faktoren einführt. Das heißt, wir werden die Bauelemente nicht bis an ihre Belastungsgrenzen, die laut Datenblatt angegeben sind, belasten, sondern wir werden nur 60-80% vom Maximalwert ausreizen, um eine gewisse Sicherheit zu haben. Das geht nicht bei allen Komponenten, zum Beispiel bei Elektrolytkondensatoren, ist es häufig so, dass wir für eine Spannung von 400 Volt einen 450 Volt Aluminium-Elektrolyt-Kondensator beispielsweise benutzen. Das sind keine 20% an Reserve, die wir dort haben, aber es liegt an technologischen Grenzen. Das heißt, Elektrolyt-Kondensator in dem Sinne haben wir bloß bis ca. 500 Volt und ansonsten müssen wir zwei in Serie schalten. Das heißt, dort geht man etwas näher an die Grenze ran. Ansonsten bei Schaltern, Dioden würde ich an der Stelle sinnvolle D-Rating-Faktoren benutzen. Das heißt zum Beispiel, wenn wir wissen, die Sperrspannung, die zu erwarten, liegt bei 65 Volt, würde ich eine Diode mit 100 Volt an dieser Stelle auswählen. 80 Volt könnte auch noch gehen, ist aber vielleicht sehr knapp. Das heißt, es ist in der Praxis sehr gut, diese D-Rating-Faktoren einzusetzen, um einfach eine höhere Sicherheit zu haben und auch eine höhere Lebensdauer seiner Schaltung letztlich zu erhalten. Wie kann man jetzt vorgehen bei so einer Grobdimensionierung? Da möchte ich jetzt zwei Dinge zeigen. Zunächst mal ist das eine mit der Hand am Arm. Ja, wenn man ein Tool hat, wie zum Beispiel MathCAD oder SMath Studio oder andere, oder auch in Excel oder sonst wie, kann man jetzt mal ganz grob so eine Rechnung durchführen. Hier ist ein Beispiel für so einen Tiefsetzsteller, wie man vorgehen kann. Wenn wir zum Beispiel wissen, in welchem Bereich die Eingangsspannung ist, wie die Ausgangsspannung ist, legen wir die Schaltfrequenz fest, wissen, welcher maximale Ausgangsstrom fest ist, dann legen wir als Entwickler die Spannungs- und Stromwelligkeiten fest, hier zum Beispiel 20% der Stromwelligkeit, 1% Spannungswelligkeit, dann bestimmen wir das Tastverhältnis, das Minimale und das Maximale, das heißt hier tatsächlich für die kleinste Eingangsspannung kriegen wir das maximale Tastverhältnis von 66% und für die größte Eingangsspannung das minimale Tastverhältnis und dann können wir die Bauelemente dimensionieren. In der idealen Welt, in der Praxis sieht es ein bisschen anders aus, ist es so, der Schalterstrom beim Tiefsetzsteller sieht als Maximalbelastung die Eingangsspannung. Warum ist das so? Wir machen kurz nochmal die Schaltung auf. Der Schalter sieht hier als Belastung dann seinen Maximalwert der Sperrspannung, wenn diese Diode leitet. Das heißt, wenn diese Diode leitet, fällt über dem Schalter die Spannung ab, die gleich der Eingangsspannung ist, formal noch plus die Flussspannung der Diode. Wenn jetzt hier vielleicht 0,5 bis 1 Volt Spannung, das heißt UE plus 0,5 1 Volt, 12, 13 Volt, wenn wir hier maximale Spannung von 12 Volt haben. Tatsächlich kann aufgrund der Schaltvorgänge und parasitärer Induktivitäten hier Schaltüberspannungen auftreten, deswegen müssen wir da eine Reserve vorsehen oder sogenannte Entlastungsnetzwerke, die die Spannung
begrenzen. Bei der Diode, die sieht die Maximalbelastung an Spannung, wenn der Schalter eingeschaltet ist. Das heißt, wir werden auch hier als Sperrspannung zunächst mal die Schalterspannung kriegen und dann die anderen Größen, im an dieser Schalter sein MOSFET, müssen wir dort den Effektivwert betrachten. Bei der Diode müssen wir den Mittel- und den Effektivwert betrachten, um die Verluste zu berechnen. Und jetzt ist es so, Achtung, ich berechne jetzt diese Werte, um die Belastungskenngrößen zu ermitteln, für unterschiedliche Tastverhältnisse. Warum? Wenn wir das maximale Tastverhältnis haben, das heißt bei der minimalen Eingangsspannung, wird der Effektivwert des Schalterstroms sein Maximum annehmen. Umgekehrt aber, die Diode wird maximal belastet, strommäßig, wenn sie die längste Einschaltdauer hat. Und die längste Einschaltdauer der Diode geht einher mit der kleinsten Einschaltdauer des Schalters, wenn wir im kontinuierlichen Betriebsmodus sind. Deswegen muss ich die Belastungskenngrößen für die Diode ermitteln, wenn wir das minimale Tastverhältnis haben. Achtung, wenn ich natürlich eine Verlustleistungsbetrachtung mache, muss ich immer das aktuelle Tastverhältnis bei beiden gleich machen. Und das variiert natürlich zwischen minimalen und maximalen. Dann die Induktivität. Mit der Gleichung dimensionieren, die wir abgeleitet haben, als Belastungsgrößen ermitteln wir den Maximalwert für die Sättigung, 1,1 Ampere, und den Effektivwert hier mit dieser Flat-Top-Approximation, sagen wir, ist gleich diesem Mittelwert des Ausgangsstromes, 1 Ampere, müsste das hier sein, Ausgangskondensator können wir genauso dimensionieren, Effektivwert, wenn Sie es nachrechnen, wird Delta IL durch Wurzel 12 sein, hier 58 mA, das ist relativ klein, und dann, was wir abgeleitet haben, Kapazitätswert aus dieser Gleichung, Delta IL durch 8 Delta UA mal F, ergebe hier einen Wert von 7,6 Mikrofarad und der Ersatzserienwiderstand muss kleiner sein als 165 Milliohm an dieser Stelle. Und damit hätten Sie dann ganz grob so eine Dimensionierung, könnten so Bauelemente auslegen, wobei wir dann Sicherheit drauflegen und in der Realität dann berücksichtigen müssten, okay, gibt es da nicht vielleicht etwas größere Spannungen oder auch etwas größere Ströme?